Jetzt kommen hier noch ein paar tolle Fragen, und zwar Probleme oder Fehler, die leider schon passiert sind. Das sind Menschen, die in meiner Datei sind. Dort habe ich eine Umfrage gemacht, die haben mir sehr viele Leute beantwortet. Und da kommt zum Beispiel, oder meine Frage war, was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem im Bereich der Baufinanzierung? Hauptproblem als Antwort. Insolvenz des Bauträgers. Das ist in der Tat ganz, ganz, ganz übel und das ist einer der teuersten Fehler, den Sie im Grunde machen können. Deshalb meine Empfehlung, mein Tipp, damit Sie diesen Fehler nicht begehen, gucken Sie sich die Bauträger an. Und zwar, klar, auf der Baustelle oder im Baucontainer, ja, machen Sie aber bitte Folgendes und fragen Sie den Bauträger nach Referenzen, und zwar nach Häusern, nach Immobilien, die er in den letzten 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren gebaut hat. Lassen sich dort die Namen geben, ja, und vielleicht auch die Telefonnummer dieser Kunden und rufen Sie dann dort an, ja, oder nehmen Sie einen Blumenstrauß mit und einen Kaffee und Kuchen und fahren Sie da einfach mal hin und klingeln mal auf gut Glück. Vielleicht sind die Hausbesitzer da. Wenn, dann haben Sie in der Regel eigentlich eine tolle Reaktion, sagen, Mensch, toll, wenn das Haus gut gebaut wurde und die Kunden zufrieden sind. Habe ich bisher noch von keinem Mandanten gehört, dass die also vom Hof gejagt wurden. Ganz im Gegenteil, da ist eigentlich jeder Hausbesitzer stolz darauf, Ihnen das Haus zu zeigen und zu sagen, Mensch, das ist toll gelaufen, das ist toll gelaufen, das ist toll gelaufen. Ja, also meine ganz klare Empfehlung, gucken sich Bauträger an, die es, wenn es geht, nicht erst 3 Jahre gibt, sondern vielleicht 5, 10, 15, 20 Jahre. Ja, es gibt auch Bauträger, die gibt es seit über 100 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die auch in 50 Jahren immer noch gibt, ist sehr, sehr hoch. Und fragen Sie ganz klar nach Referenzen. Wenn Ihnen ein potenzieller Bauträger keine Referenzen geben kann oder da, wie soll ich sagen, anfängt zu zucken, vermeiden Sie den Fehler und nehmen Sie diesen Bauträger, nehmen Sie dann lieber einen anderen.